Hallo, ich bin Nana Nessefer und ich mache mit bei der Aktion Mit Carlsen zu Hause. Dafür lese ich euch aus meinem Buch Föhlinchen vor. Auf einer Wiese steht eine Herde Linchen und mittendrin Föhlinchen. Je nach Stimmung wechselt sein Fell die Farbe. Wenn Föhlinchen vergnügt ist, sieht es so aus. Wenn es traurig ist, sieht es so aus. Und wenn es stolz ist, sieht es so aus. Die anderen sehen so aus, wenn sie vergnügt sind, wenn sie traurig sind und wenn sie stolz sind. Eines Tages fühlt sich Felinchen ganz schrecklich einsam. Also beschließt es, ein anderes Föhlinchen zu finden. Als es eine Weile unterwegs ist, trifft es ein mutiges Stachelschwein. Als nächstes begegnet es einem neugierigen Erdmännchen. Dann begegnet es einem wütenden Stier. Und hoch oben in der Luft fliegt ein fröhlicher Schmetterling. Das sieht schön aus. Ein aufgeregter Käfer krabbelt über Felinchens Fuß. Das kitzelt. Ein Weilchen später trifft Felinchen einen verdatterten Flamingo. An einem dicken Ast baumeln zwei müde Faultiere. Es wird schon dunkel und Föhlinchen hat kein anderes Föhlinchen gefunden. Doch da versteht Föhlinchen. Es ist mit seinen Gefühlen nicht allein. Jeder fühlt mal so und mal so. Und manchmal fühlt man alles gleichzeitig. Das war mein Buch für Föhlinchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Passt auf euch auf. Tschüss!